Könnt ihr euch noch an die Sims 4 Bällebad-Kontroverse erinnern? Diese gab es im Jahr 2017, als das Kleinkind-Accessoire-Pack offiziell veröffentlicht wurde. Das Pack brachte neben neuen Outfits und Gartenobjekten ein paar kleinere neue Spielgeräte für den Garten, wie eine Rutsche, Röhrentunnel und Bällebad. Letzteres war aber nicht so detailliert wie von uns Spielern gewünscht, sondern hatte eine komplett flache Oberfläche, obwohl Bälle ja, wie wir alle wissen, eigentlich rund sind. Direkt am Veröffentlichungstag ist vielen Spielern dieses komische Detail aufgefallen. Es entstanden Memes und massenhaft belustigte Kommentare über die zu flach geratenen Bälle. Das war den Entwicklern am Ende so peinlich, dass sie ihren Fehler eingesehen und das Modell mit einem späteren Update nochmal überarbeitet haben. Schon etwas länger her, aber